Ich kann das jetzt zum Anlass nehmen und das Ganze hier schön reden, dass wir dagegen Frankfurt keine Chance hatten, weil man eben gesehen hat, wie stark die momentan sind. Das Team dieses Winters. So, wurde Mannschaft spielt 0-0. Und das ist wieder eine Steilvorlage für Magdeburg. Wenn die gewonnen haben, dann haben wir wieder die blöden 4 Punkte. Also es ist zum Haare raufen. Und dann sind die dran und profitieren von Unentschieden vom Gegner. Und dann spielen die gegen Meuselwitz 0-0. Also das ist echt bitter. So, das wird wahrscheinlich jetzt nochmal sinken. Ja, solange das nur ein Punkt ist, ist es egal. Dann heißt, ich bin in 17 Spieltagen entlassen, dann ist die Saison schon vorbei. Also ist alles in Ordnung. Ach jo, Finanzen nach wie vor 2020, aber das kann man ja auch nicht anders erwarten. Wenn ständig da ein Investor nachbuttert, da müsste man sich schon top dämlich anstellen, wenn man das da herunterwirtschaften würde. Tja, es war zu wenig dann letztendlich in den letzten beiden Partien für Timo Werner, dass er eben dann hier Fußballer des Monats Februar wird. Da hat Salah es eher verdient. 6 Tore in 2 Spielen zuletzt. Und Luke de Jong hätte es auch eher verdient, weil er ist sogar nur Dritter hier geworden. Also müssen wir schnellstmöglich irgendwas machen. Bremen am 6. März 2016 endlich mal eine Woche. Bin ja echt froh drüber. Intersport, das ist ein persönlicher. Ja, ich glaube schon. So, war nur abgebrochen. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe da kein Feedback irgendwie so ein bisschen. Das kommt von Grau in irgendwas komisches Gelbes, was weiß ich, wie das dann weitergeht. Das soll mir egal sein. Braucht es nicht unbedingt. So, Mittelfeldspieler, Pjern Jopek. Haben wir da irgendwas schon gekauft? Ne, wir haben doch, glaube ich, noch keinen. Verträge, muss ich gucken. Zukünftige. Wir haben Toll Jan geholt für den Abwehrverbund. Aber das ist kein Mittelfeldspieler. Müssen wir denn irgendwas holen im Mittelfeld? Ah, Mist. Verträge, da wollte ich hin. Mittelfeld. ZM. Ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Und ich will dann lieber die Jungs aus der zweiten Mannschaft mitnehmen, übernehmen, Flücke. Und den Albrecht weiß ich nicht, da müssen wir gucken, ne, wie weit der ist. Aber brauchen wir eigentlich noch nicht zu machen. Also ich denke mal Mittelfeld erstmal nicht. Wenn ich jetzt weiß nicht sage, ne, das bringt dem ja auch nichts. Und im Prinzip machen wir nee, weil ich habe das dann wirklich so vor. Sondern eher hinten irgendwas, denke ich. Innenverteidigung, möglicherweise. Ja, schade. Kevin Rode war der beste Mann hier gegen Meuselwitz. Mal gucken, wie das Spiel war, ob das hergeschenkt wurde. Aber die Chance nicht genutzt worden, nee, das war einfach grottenschlecht hier. Die hatten zwar mehr Ballbesitz, aber nur einmal aufs Tor geschossen. Gottes Willen, das war richtig schlecht. Jugendmannschaft für Topspiel, Liam Moss. Verlängert für Southampton, ja von mir aus. Irländer verlängert bei Hamburg. Der war auch mal kurz davor, verkauft zu werden. Scouting abgeschlossen von Kevin Wimmer. Fähigkeit 70. Hat er auch beim Linksverteidiger. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben ja Toljan geholt, wie wir eben gesehen haben. Ja. Ist zwar ganz gut mit 5 von 10, aber 23. Stand jetzt würde ich sagen, nee. Stand jetzt würde ich sagen, nein. Also dann doch eher irgendwo Hinteregger. Wenn ein Österreicher, dann ihn. Wenn es Sinn machen würde. Kempf. Schwegler möchte im Training gefordert werden. Sehr verbessert, ist auch Blödsinn. Oder hat er das? 72. Mal gucken. Ja, zumindest 3 Moralpunkte gewonnen. Teamdynamik ist ja nicht so schlecht. Ja, Kimmich möchte fair bezahlt werden. Schön für ihn. Aber was kann ich da dran machen? Die lassen mich das ja nicht. Die lassen mich das ja nicht einstellen. Hält sich gut für dein Alter. 5 Moralpunkte. Also da müssen wir uns, glaube ich, noch keine Sorgen machen, dass uns der einbrechen wird. In Zukunft. Coltortico trainiert. So, und ich glaube, das reicht erstmal. Kämpf. Höhere Ziele ist Blödsinn, das haben wir eben schon gesehen. Topform. Das hat eine Form von 9. Mal gucken, kann ich das sagen? Ja, also der könnte theoretisch dann von Beginn an spielen mit einer 10er Form. Mal schauen. Sierre 10er Form, 74. Der Engelke müsste mal raus, glaube ich. Nach 80, 78er Frische. Wir haben noch ein paar Tage. Ich mache das mal davon abhängig, aber im Hinblick darauf, dass wir dann ja schon das Donetsk-Spiel haben am 10. wäre es, glaube ich, mal eine ganz gute Idee, den Engelke mal rauszulassen mit der 77. Anthony Jung, 76er Frische. Matuschka, 77er, aber das würde halt wieder bedeuten, dass man da, ich soll nicht sagen, das Spiel abschenkt, aber ja, so viele wichtige Positionen auf einmal dann zu tauschen, ist immer so eine Geschichte. Dann hier auch den Jung und den Jordan reinstellen, der linker Verteidiger. Zumal Jung in super Form hat.
als eine der wenigen jetzt gerade. Nee, das ist Käse. Also irgendwie muss ich dann bei den Jungs zumindest gucken, dass wir da vielleicht im Spiel wechseln. Ich lasse auch den Waldschmidt heute mal spielen von Beginn an. Kein Problem. Zweite Mannschaft. Die sind zum einen mal hinten, nicht schlecht in Form. Rode, Weber und Schiffner. Aber ja, ich kann den Rode mal mitnehmen. Vielleicht macht der mal sein Debüt auf der Seite. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Möglichkeit. Müsste man halt nur wissen, wer dann auf der Position spielen kann, wenn er nicht da ist. Dann vielleicht der Zuber. Na, Zuber ist mit der 53, da müsste der Olthoff dahin mit der 57er. Ja. Zuber ist schon stark, der müsste auch mal spielen irgendwie. So, erste Mannschaft, nächstes Spiel, 7.3. So, jetzt hat er Sefian dahingestellt mit der 52. Kann er das? Kann er das eintrainieren irgendwo? 58er Fähigkeit? Nee, das gibt nix. Das gibt nix. Also, wenn, dann müssten wir das mal so versuchen, dass wir vielleicht mit dem das probiert. So, ich stelle es mal gerade hier ein. Vorzugte Position, rechter Verteidiger, nicht links. So. Das hat er Zuber dahingestellt. Sefian hat er drinstehen, dass er spielen muss. Nee. So, da steht jetzt Olthoff. Ich weiß nicht, ob er es so lässt. Werden wir aber dann wissen. Wie ist es denn da ausgegangen jetzt für Magdeburg? Ja, klar haben die wieder gewonnen. 2-2-1, war knapp. Nur da hat es eben dann gereicht, ne, die Glückssäcke. Boah, das kann nicht wahr sein jetzt hier. Das wäre jetzt im dritten Jahr, glaube ich, in Folge, wo wir das anpeilen, oder zumindest das zweite Jahr in Folge, wo wir das anpeilen, mit der Mannschaft aufzusteigen. So stark, wie die ist. Das klappt zum Verrecken nicht, ey. Das gibt's nicht. Jedes Jahr ist da irgendeine Mannschaft drin, die meint, sie müsste hier wie Hulk Junior spielen. Aber naja, auch hier in der Situation hilft es nichts, wenn man sich da beschwert. Ist dann halt einfach so. In der Phase. Die Konstanz ist da ganz wichtig. Man sieht es ja, wie wenig Punkte Magdeburg liegen lässt. Und wenn sie mal Punkte liegen lässt und wir das nutzen können, dann vermasseln wir das im nächsten Spiel. Dann hat man es einfach nicht verdient. Wir spielen ja nochmal gegen die, glaube ich. Und wenn wir das gewinnen, haben wir einen Punkt Rückstand. Und dann mal schauen. Darauf müssen wir, glaube ich, dann alles legen. Da muss ich dann gucken, dass man vielleicht von oben dann die ganzen Leute runterzieht, dass wir die da wegballern. Aber jetzt erstmal gegen Erfurt. Wenn man da verliert und Magdeburg gewinnt, sind 7 Punkte, da müssen wir, glaube ich, nie mehr drüber sprechen. Dann ist das ganze Ding weg. Sehr gute Leistung von Max Münch hier in der A-Juniorenliga. Mit einem Hattrick beim 4-2. Pektemek. Pektemek ist auch so ein Stiller. Ja, da siehst du auch wirklich nicht viel von seiner Entwicklung. Aber ja, es geht stetig und langsam geht's weiter. Die Flanken mal nach oben ziehen. Tja, und jetzt sind wir fast schon angekommen. Bin mal gespannt, wie das aussieht gleich mit der Frische. Was wollte ich denn hier? Ne, das ist, glaube ich, woanders. Ich gebe die wieder so ein. Nick Powell, Manchester United, der lief ja aus 2016. Das wäre dann eben so ein Typ, wenn ich jetzt zu Jopex sage, wir holen im zentralen Mittelfeld oder allgemein im Mittelfeld keinen und dann fischst du dir so einen ran. Ist der das mit dir? Findet der mit Sicherheit nicht geil. Logisch. Würde ich auch nicht. Gelassenheit, ehrgeizig, Spielmacher. Links, Fuß, rechts kann er auch sehr gut. Offensives. Linksstürmer sogar, möglicherweise. Sehr gute Ausdauer. Konstanz ist grottig. Ruhe ist noch viel schlimmer. Reaktion, Aggressivität. Also das ist wirklich dann nur ein zentraler Mittelfeldspieler mit Hang nach vorne. Also hinten kann der gar nichts. Diese Zweikampfgrätsche, Mann, der ist ja gruselig. Naja. Der könnte sich das vorstellen. So, 1,9 Mille. Aber eigentlich möchte ich da doch ganz gerne Abstand von nehmen, weil, wie gesagt, ich will den Flücke ja fördern. Und das kann er auch schaffen, locker. Locker, also mit der Fähigkeit hier, den Grundstärke, das kann unser Flücke auch locker schaffen. Und Avdiçay ist ja jetzt auch gerade mal Stammspieler, weil Jopek verletzt ist. Es wäre zwar interessant gewesen, weil der ablösefrei ist, aber ich bin da nicht so wirklich überzeugt gerade von gewesen, muss ich ehrlich sagen, wie ich das noch von Ramirez gewesen wäre, für die Linksaußenposition. Christian Eriksen bis 2018. Ja, ist mal ganz nett, mal so drauf zu gucken. Ein Spieler, der damals ja auch bei uns im Fokus war, als wir in Everton waren, in der Premier League.
23,5 Millionen wert. Gehalt wird man sogar vielleicht irgendwie noch hinbekommen, aber die Ablöse. Ich muss gucken, ob der so geschrieben wird. Genau, da haben wir ihn doch. Joel Poyanpalo, PSV Eindhoven. Der hat sie überhaupt nicht genutzt. Also man redet ja gerne von verschwendetem Talent. Und ich glaube, bei dem ist es auch so ein Fall. Ne, der gecke Finne. Ich mag sie ja eigentlich, die Finnen. Ich glaube, er ist so ein heißblütiger Finne. Das gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Der sich gerne mal daneben benimmt. Wann haben die denn geholt hier? 7.7.2015. Da ist wahrscheinlich Leverkusen froh gewesen, dass sie da 900.000 bekommen haben für. Ein Spiel gemacht, ein Tor, zumindest die Quote. Da kann man ihn jetzt nicht irgendwie strikt draus drehen. Gar nicht mal schlecht getroffen für Aalen. Aber dann war es doch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Eine Liga oder zwei Ligen tiefer für Leverkusen zweite Mannschaft. Oder zumindest eine Liga tiefer. Dann aus 50 Spielen eben nur 12. Das ist doch dann eine ordentliche Verschlechterung. Brauche ich da noch nicht ranzuholen, so einen. So, die Gebäudegeschichte, da war ja was erledigt gewesen. Dann können wir, oh, das Wellnesszentrum 16 Tage, wo ist eigentlich das Jugendcamp? Das ist hier nicht aufgelistet, glaube ich. Jugend 7, hier haben wir Level 4 Fanartikel verkauft. Ich glaube, das Ding könnte man nochmal ausbauen hier, oder? 612.000 dauert ja nicht so lange. Wir wollen den Verein ja überall auf ein hohes Niveau bringen, deswegen nicht nur einseitig bauen. So, muss sagen, ich habe schon so ein bisschen Schiss in der Botze vor Bremen. Das ist jetzt die dritte Mannschaft in Folge, die wirklich was kann, die oben steht und die uns wieder so ein bisschen in das Desaster reinreiten könnte. In diesen Strudel, den wir ja eigentlich geglaubt hatten, wir hätten den verlassen mit dieser tollen Serie. Kurz vor Weihnachten gestartet und bis weit in den Februar hinein durchgezogen mit durchgängig Siegen. Aber ich glaube, damit ist es jetzt erstmal vorbei. So einfach geht es nicht mehr. Ja, wenn ich gerade Bremen lese, das war jetzt am letzten Wochenende so ein bisschen der Spieltag der Abschiede. Marc-André Ter Stegen für Gladbach, Aaron Hunt für die Bremer. Sehr schön gemacht. Die haben ja auch dann den Lewandowski verabschiedet in Dortmund beim letzten Heimspiel. Also ist auch schön, dass sowas noch gibt, dass man sowas dann macht und nicht einfach nur hier so ja durch die Hintertür verschwinden dann. Also das habe ich dann Dortmund und natürlich auch den Lewandowski dann hoch angerechnet, dass er die Saison dann so durchgezogen hat, wie er es vorher versprochen hatte. Also da habe ich mich geirrt, habe auch kein Problem, das zuzugeben. Ich war ja skeptisch und habe gedacht, er wird dann irgendwann bockig und es wird dann irgendwann so enden, dass er vielleicht auf der Bank sitzt oder irgendwann Tribüne, wenn er sich komplett daneben benimmt, aber muss sagen, echt ein Top-Sportsmann, klasse Stürmer. Also ich glaube, da kann sich die Bayern drauf freuen. Frankfurt gegen Schalke. Platz 6 gegen Platz 4. Also zumindest nehmen die sich Punkte weg. Hannover gegen Dortmund. Die 10 gegen die 2. Ist vielleicht das klarste von den Spielen, die wir jetzt hier haben. Und dann haben wir Bremen, wie gesehen, gegen uns. Petersen im Hinspiel zweimal getroffen. Das wollen wir natürlich jetzt verhindern. Wir haben, glaube ich, gegen die noch nicht gewonnen, ne? Nee, zweimal verloren und einmal unentschieden. So macht es eigentlich Sinn. Hier insgesamt 2 Siege, ein Unentschieden. Also ich kann das nie so richtig lesen hier. Aber ich glaube, das ist immer nach der Heimmannschaft gemünzt. Das würde auch Sinn machen, wenn man sich Hannover anguckt und dann hier die 24 Niederlagen gegen Dortmund. Also ich glaube, das ist wirklich so. Mal schauen. Und dann haben wir unentschieden irgendwo gespielt, das Heimspiel. Ja, es wäre mal Zeit, ne? Es wäre mal Zeit, gegen Bremen zu gewinnen. Fände ich ganz klasse. So, hier, die nächsten 4 Spiele, das sind 2 Wochen, knapp, wo es wirklich drum geht. Entweder du fliegst da raus, aus Europa, oder du kommst weiter, und dann ist noch die Bundesliga. Du kannst jetzt Glück haben, man kann sich da wieder fangen, aber es kann auch dann wieder komplett anders aussehen. Und das erste Spiel, und das wird für uns jetzt so ein Gradmesser sein, dass wir eben diese blöde Treppe hier mal verlassen. Es geht runter, es geht hoch, und immer Europa und dann Bundesliga verloren. Zumindest von der Mannschaft her, von der Fitness ist es in Ordnung. Ich glaube, wir können den Haufen wirklich so rausschicken. 815 in der Stärke. Möglichst noch überlegen. Matuschka vielleicht, aber nee, das macht dann keinen Sinn. Wenn wir den einwechseln müssen, dann können wir das machen. Schwegler. Kimmich, 10er Form. Ich stelle nochmal den... Nee, Jordan wollte ich nicht.
Ich stelle nochmal Geist hinten rein, weil der Kimmich ist momentan auch immer mit dieser gelben Karte, dieser Sperre hier versehen. Und für die nächsten Wochen, da kommt Wolfsburg, dann kommen die Bayern, also da brauche ich den. Und wenn er sich jetzt die Sperre abholt, ist er gegen Leverkusen weg. Ist gefährlich, gefährliche Sache. So, News haben wir noch ein bisschen was. Scouting abgeschlossen, Kevin De Bruyne. Der ist nur auf eine 67 hier gekommen. Ja, so geht's dir. Ich hab's ja in der vorigen Folge schon gesagt. Wenn du halt mit viel Talent nur rumsitzt, dann bringt dir das alles nichts. Du musst spielen. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Verein, nicht der Mann, der dem das jetzt dazugestehen möchte, ne, dass der aufgebaut werden muss. Und dann Unruhe reinbringen, das kann natürlich immer passieren bei so einem Spieler. Ne, der natürlich der Anspruch da ist, wahrscheinlich mehr als bei jedem anderen bei uns, spielen zu müssen. Damit die Karriere nicht komplett den Bach runtergeht. So, Mannschaft. Mannschaft, Taktik. Das blödsinnige Ding jetzt hier weg. Also, das sollte schon so passen. Mit einer Absatzfalle 50% und einem Pressing, das mit 65% auch sehr offensiv daherkommt. Stendera macht es heute. Ich nehme die 1.500 hier rein, Siegprämie. Vorsichtig gespielt. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung, jetzt erstmal in Bremen ein bisschen harmloser anzufangen, aber 91% beim Einsatz. Schon ein bisschen mehr als gegen Gladbach. Weil da war es ja wieder so, dass wir ganz am Anfang schon wieder hinten drin hingen. Und dann wird's schwer. Sonderbewachung lege ich auf Petersen. Das war uns Warnung genug eben, dass der im Hinspieler zweimal getroffen hat. Ach, das wird hart, glaube ich. Das wird zäh. Weil das ist eine Mannschaft, die steht hinten relativ gut. Aber nach vorne auch gefährlich, weil die eben genau das gleiche System wie wir spielen. Mit zwei Zentralen dahinter, eine 6. Und dann eben den Stoßstürmer plus außen. Ach ja, es hilft aber nichts, sich jetzt zu drücken. Wir wollen da rein, ich will dann auch danach endlich gegen Donetsk spielen, Europa. Wer weiß, wie lange wir das noch sehen können, wenn es eben jetzt dann zum Ausscheiden käme und wir in der Bundesliga das nicht schaffen, Platz 6 zu holen, dann werden wir nächstes Jahr nur wieder die europäischen Spiele am Fernseher gucken können. Das wäre dann natürlich ein bisschen blöd, aber da muss man eben was dafür tun, wenn man da mitspielen möchte. Und das werden wir versuchen. Und an der Stelle verabschiede ich mich dann für heute. Die Bremer warten und hoffentlich haben wir was im Gepäck, wenn wir heimfahren. Bis denne.